Blau und Weiß, wie lieb ich dich. Blau und Weiß, lass mich nicht. Blau und Weiß ist ja immer nur der Himmel, nur Blau und Weiß, unsere Fußballgarnitur. Ja, 15. Spieltag, Senior Luis spielt nicht mehr bei Schalke mittlerweile. Da müsste ich mal einen neuen Sound reinkriegen. Ja, und schaut euch das mal hier an. Ich darf euch erstmal herzlich begrüßen und mache hier mal die Mucke aus, damit ihr mich auch richtig hört. Ja, ihr seht selber, das Team hat sich gut verkauft, aber wir haben wieder eine Niederlage hinnehmen müssen, wo ich ja mit, ja, gerechnet habe, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was sich hier hinter verbirgt. Da wird uns ein Jugendspieler angeboten von 3. Ja, den können wir durchaus nehmen. Aber was geht hier weiter? Peinliche Schlagzeile. Also auch da wieder. Ah, das hat sich alles nicht gut ausgewirkt. Hier ist der Vorstand zufrieden. So, hier müssen wir jetzt echt was machen und ich bin jetzt hier nicht mehr bereit, noch allzu viel hinzunehmen. Ich hoffe, dass jetzt mal ein Wechsel klappt. Ansonsten müssen wir da stärker für Schütze auffahren. Kevin Seitz, auch ein junger Spieler, der sich bei uns noch durchaus Hoffnung machen kann. Aber auch er ist hier unglücklich. Alle jetzt davon betroffen. Ich sage immer, du hast dich verbessert. Mal gucken, ob er das positiv annimmt. Bleibt unverändert. Ja, wir sehen erste und zweite Mannschaft. So, Ranken wechselt. So, ich könnte jetzt mal hier Umbruch eingeleitet. Das ist jetzt so ein bisschen der Sache hier geschuldet. Wir müssen jetzt was tun. Auch ich muss an mich denken. Also er wechselt nach Leverkusen, da freue ich mich sehr für ihn. Kempf wechselt nach Rapid Wien, auch eine gute Geschichte. Lars Bender unzufrieden über die Defensivarbeit. Ja, da werden wir demnächst ja auch was machen. So, wir kriegen Gent, das haben wir ja schon gesehen, 100 Stadienbesuch, Glückwunsch. Oh, Feind in meiner Trainingsgruppe, das ist nicht so gut. Da müssen wir gleich mal gucken. Bastian Fischer wechselt nach Admira Wacker Mödling und der Benjamin Riemer wechselt immerhin für 11 Millionen hier nach Basel. Jetzt hoffe ich, dass das auch sich so ein bisschen auf die Mannschaft auswirkt und ich bin gespannt, wie sich das auf den finanziellen Status ausgewirkt hat. Also, das hat sich gut ausgewirkt. Wir haben 16 Millionen, die wir jetzt reinvestieren können. Wobei ich jetzt nochmal gucken will, ob ein weiterer Wechsel noch sinnvoll ist von den Spielern, die wir jetzt haben. Ich habe ja jetzt Spieler gehen lassen. Also Boswick Jackson will ich jetzt nicht gehen lassen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Den will ich weiterhin bei mir haben. So, die Abwehr können wir so lassen. Benno Schmitz geht natürlich wieder rein. De Vrij kommt wieder rein. Kevin Prinz Boateng. Dann natürlich Tobias Ahrens. Und Patrick Weihrauch kommt wieder rein. Sebastian Aller ist noch einer. Da können wir den Transferstatus mal angehen. Zum Verkauf. Ja, so viel hat er jetzt nicht von Wert.
Wir müssen da ein bisschen runtergehen. Ich versuche es mal mit 8 Millionen und mache mal 5,25 als minimale Lösung und biete ihn auch an. Ja, wobei ich würde ihn dann lieber in Frankreich gerne anbieten. Und da finden wir auch ein paar, die sich interessieren für ihn. Sieht jedenfalls so aus. So, Marc Reimann kommt wieder in die Kiste. Ich würde sagen, den Max Münch, weil er so gut war, lasse ich auf der Bank. So. Und Fierro würde ich gerne wieder drin haben für Boswick Jackson. Ja, es wird so ein bisschen ein Umbruch sein jetzt, ne? Wir merken es. Wir trennen uns von einigen Spielern jetzt aber gegen Schalke. Da setze ich jetzt echt mal auf Prämie. So, da machen wir jetzt echt mal volle Kanüle. Ich sage jetzt mal, ja, das wichtigste Spiel ist es nicht, aber gucken wir uns mal die Schalke an. Mit Juff vorne, mit Meier natürlich einen exzellenten Mittelfeldspieler. Und wo ich immer noch drüber mich wundere, Neymar. Das ist unglaublich, dass sie den geholt haben. Das ist also, puh. Da weiß ich gar nicht, wen ich decken soll. Das lasse ich erstmal, da mache ich noch keine Sonderbewachung. Hier dann den guten Kevin Volland. Also das ist wirklich eine heftige Truppe. Packen wir es an. Ich würde mal sagen, auf geht's. Wir sehen uns gleich beim Spiel. Und wo ich aber nochmal gucken will, ist, ob es jetzt tatsächlich irgendwo ein Angebot gibt. Ich traue mich jetzt auch nicht mehr, noch andere Vereine hier zu fragen. Warte jetzt wirklich auf Angebote. Sonst wird mir das zu heikel. Dann wollte ich nochmal gucken finanziell. Wie gesagt, 16 Millionen können wir arbeiten mit. Ja, da ist alles im grünen Bereich. Und dann wollte ich natürlich gerne nochmal schauen. Da muss ich, glaube ich, unter Karriere gucken. Unter privater Bereich muss ich da gucken. Und zwar wollte ich da mal gucken, wie viel Geld ich hier privat habe. Das würde ich auch gerne behalten. Wer weiß, wofür ich das noch brauchen kann. Okay, dann würde ich sagen, alles ist gesagt. Rein ins Spiel, auf geht's. So, heute die Knackfrage, ob wir gegen das starke Team von Schalke, ob wir da mithalten können. Ich habe meine besten Leute aufs Feld schicken können. Und Reimann hier sehr gelassen, sehr ruhig bei dem Schuss. Und wir spielen gegen die Schalker Knappen. Und die Stimmung, das haben wir ja gerade gehört, ist sehr gut hier. Schalke natürlich auch ein Verein, die stark daran interessiert sind, hier auch endlich mal den Meistertitel zu holen. Und dieses Jahr scheint es für sie möglich zu sein, wenn sie hier gegen uns gewinnen. Das war ein ganz schlapper Freistoß. Für Boateng müsste es heute eine Verpflichtung sein. Aber wir kassieren das 1:0. Wir haben eine Krise. Wir haben eine Krise, Freunde. Das sei an der Stelle gesagt, die Stärke der Mannschaft ist tatsächlich verloren gegangen. Wo ich nicht schuldlos bin. Und ich muss mir jetzt gut überlegen, was ich mache. Ob ich jetzt frühzeitig in die Verhandlungen mit dem Verein einsteige und sage, ich versuche hier einen Vertrag zu bekommen, damit die Mannschaft wieder Ruhe reinkriegt. Spieler haben wir jetzt verkauft. Jetzt aber hier schön durchgelegt auf Ahrens, aber leider abseits. Das war eine knappe Entscheidung. Und dass die Mannschaft wieder Ruhe reinkriegt. Wir werden, und das sehen wir ja, Spieler verlassen uns. Auch das wird in der Mannschaft für Unruhe sorgen.
Vielleicht habe ich das alles zum falschen Zeitpunkt gemacht. Ich habe es mir natürlich gewünscht, dass es die Mannschaft positiver aufnimmt. Und da ist das 2:0 gefallen. Ich glaube, wir fallen im Moment ein bisschen auseinander. Boah, das wäre natürlich bitter, weil es ist wirklich nicht in meinem Sinne, hier vielleicht nachher vom Verein gefeuert zu werden. Dass die sagen, der Smiloni ist jetzt nicht mehr an der Mannschaft dran. Kann mir jetzt theoretisch passieren. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe das jetzt nicht gemacht, um dass hier mal ein bisschen was passiert, sondern ich wollte hier den deutschen Meistertitel gegen Bayern München, möchte ich hier endlich mal, dass wir den holen. Aber im Moment ist Schalke im Rausch. Die merken, dass wir schwach sind. Die merken, dass wir Probleme in den eigenen Reihen haben. Oh, 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 das habe ich so nicht kommen sehen. Jetzt gibt es hier Freistoß für uns. Aber noch haben wir genügend Zeit. Also noch glaube ich an die Mannschaft, dass sie zurückkommen kann. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Bender, Fehlpass, ungewöhnlich bei ihm. Und Volland ist weg. Meine Güte. Da können wir Reimann Dankeschön sagen. Wir können uns auch beim Stürmer Diouf bedanken, dass der hier den Nachschuss nicht verwandelt hat. Au, 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 au. Leute, 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 Leute. Das ist jetzt eine ganz schwierige, ganz knibbelige Situation, in der ich mich befinde. Da muss ich lange zurückdenken. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass wir hier so Probleme kriegen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, ich kann das hier noch abfangen. Da ist Ahrens. Ja, Weihrauch. Weihrauch, wir sehen, die Krise hängt auch so ein bisschen mit seiner Ladehemmung zusammen. Seitdem er nicht mehr trifft, läuft es bei uns auch nicht mehr. Ahrens dafür, bei dem läuft es gut. Münch als... Ja, das sind so die positiven Sachen, aber für uns, und jetzt kassieren wir das 3:0 durch die Juff. Ach Leute. So brutal kann Fußball sein. Die ganze Arbeit, die man hier reingesteckt hat, kann jetzt hier... Ja, der Schuss kann nach hinten losgehen praktisch. Was ich jetzt hier angezettelt habe, war eigentlich im Sinne, dass hier die Mannschaft einen Umbruch bekommt, der von euch auch gewünscht war. Aber ihr seht ja jetzt selber, mein Vertrag läuft aus, ich muss an mich denken. Wir haben ja gesehen, so viel verdiene ich ja auch nicht bei dem Verein, dass ich da jetzt glücklich sein kann bei den Erfolgen, die ich für Hansa reingeholt habe. Also für beide Seiten eine unglückliche Situation. Für Hansa, die mich jetzt natürlich mit Argus-Augen beobachten, was macht der Smiloni da? Konnten sich bis jetzt immer auf mich voll verlassen und jetzt im Moment, die Mannschaft ist völlig verunsichert. Und man sieht das auch heute. Schalke hat uns hier voll im Griff. Patrick Weihrauch kommt nicht durch. Auch er völlig verstört. Tja, was hat mich da geritten? Und Ahrens hier mit einer guten Möglichkeit, wenigstens den Anschlusstreffer schon mal zu erzielen. Ja, ich versuche hier nicht zu viel Dramatik reinzubringen, sondern ich versuche jetzt wieder ein bisschen ruhiger zu werden. Die Mannschaft, sie versucht es ja. Gute Chance wieder vergeben. Ihr seht, wir verlieren wichtige Zweikämpfe und dann sind wir konteranfällig und Diouf hätte hier fast das 4:0 erzielen können. Tja, Leute. Krisenzeit in Rostock. Ich habe die Folge heute Umbruch eingeleitet genannt, aber ist das der Umbruch? Wollt ihr das? Will ich das? Jetzt aber Patrick Weihrauch. Er schafft es nicht. Da bist du als Trainer, man sieht es auch, man ist immer völlig machtlos. Du hast 11 tolle Spieler auf dem Platz stehen, die alle wirklich tollen Fußball spielen können. Aber
Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man so lange in einem Verein war, wenn man so viele Spieler, ich denke ja jetzt an Ronny Marcus, den habe ich ja noch in der dritten Liga bei mir schon in der Mannschaft gehabt. Wenn die auf einmal erfahren, der Trainer will gehen, oder der Trainer erkundigt sich woanders, kann mir schon vorstellen, dass das für die Spieler ein Schock ist. Andere Spieler sagen dann wieder, ja Gott sei Dank, dann geht der Knabe endlich, dann kriege ich eine neue Chance bei einem neuen Trainer vielleicht. Das ist dann die Kehrseite, dass es dann solche Spieler auch gibt. Aus diesem ganzen Mix entsteht dann sowas und jetzt auch noch so ein Krüppeltor hier von Kevin Voland. Au, 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 au. Düstere Stimmung in Rostock. Ja, jetzt kann man schon von einem Desaster sprechen. Was will ich jetzt der Mannschaft geben? Was kann ich ihr sagen? Oh, 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 guckt euch die Noten an. Da brauchen wir gar nichts. Lass das ein Assistent machen. Oh mein Gott. Los, jetzt zeigt es ihnen. Komm. Macht euch nicht kaputt. Das wäre jetzt... Also man kann heute sagen, wenn Bayern München gewinnt, dann sind wir aus dem Titelkampf erstmal raus. Ich habe jetzt gerade oben gesehen, Bayern wurde gerade eingespielt, aber leider nicht aufs Ergebnis geguckt. Ich bin geschockt, dass meine Mannschaft Bayern führt, ja. Können wir uns die Sache schenken. Also wir verlieren, Bayern gewinnt, Schalke gewinnt. Der Drops Meisterschaft ist erstmal gelutscht. In den nächsten Tagen muss ich die Mannschaft wieder aufrichten. Und dann in der Winterpause, wenn die neuen Spieler kommen, die neuen Spieler integrieren. Die Frage ist natürlich, ob mich der Verein weiter hier arbeiten lässt nach dieser Niederlagenserie, die ja jetzt hier auf uns einprasselt. Na komm, da kannst du jetzt nichts verkehrt machen. Ich gebe jetzt neuen Spielern eine Chance. Mahnstein kommt rein. Pjajic für Süle. Weil er zuletzt so erfolgreich war. Münch für... Ja, ich lasse Weihrauch mal durchspielen. Münch für Ahrens. Aber die Schalker sind schon auf dem nächsten Trip hier ein Tor zu machen. Und Reimann verhindert Schlimmeres. Okay. Jetzt schmeißt die Spieler rein. Hier ist das eigentlich schon durch vom Ergebnis her. Da können wir nicht mehr zurückkommen. Jetzt heißt es anständig spielen. Meine Fresse. Was kriegen wir hier in der Niederlage? Desaster, Leute. Ja, jetzt erlebt ihr seit langer Zeit Meloni mal in einer Drucksituation. Das ist vielleicht für euch auch neu. München im Abseits. Wir haben aber eben oben gesehen, wir stehen immer noch auf der zweiten Tabellenposition. Also so ganz abschreiben müssen wir uns jetzt noch nicht. Aber wir brauchen jetzt schnellstens... Biteko kommt rein, den kenne ich überhaupt nicht, für Neymar. Neymar habe ich jetzt nicht viel von gesehen. Ohne Worte.
Wir werden gerade abgeschlachtet von Schalke 04. Und Weihrauch trifft erneut nicht. Schöne Vorlage von Max Münch. Oh, oh, oh. Wenn ihr wüsstet, was mir gerade alles durch den Kopf geht. Boateng haben wir gar nichts von heute gesehen. Tja, so brutal kann Fußball sein. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Wir haben noch 20 Minuten Spielzeit vor uns und Schalke macht hier nicht den Eindruck, als wenn die uns hier mit uns Mitleid hätten. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn die heute uns 8 oder 9 Dinge einschenken können, dann machen die das. Und jetzt geht Juff schon wieder ab. Oh. Für Schalker ist das heute ein Volksfest. Für uns ist das heute eine ganz bittere Niederlage. Ja, ich bin im Moment, ihr erlebt mich ein bisschen sprachlos. Ich denke gerade über viele Sachen nach, was ich machen muss jetzt. Wie gesagt, es hängt jetzt viel davon ab, ob der Verein mir weiterhin die Treue hält. Und Weihrauch schafft es erneut nicht. Hat hier eine gute Chance und jetzt nochmal. Auch dann nicht. Also Weihrauch hat heute einen Torwart vor sich, der über sich hinaus wächst und er selber schafft es einfach nicht. Der torgefährlichste Spieler in der Saison ist er nach wie vor. Und wieder die Schalke über außen. Juff hat den Ball. In der Mitte lauert der neue Mann. Schalke führt uns vor. Es ist so bitter. Tja, Max Münch wird hier hart angegangen. Oh! Da kriegt er ganz unerwartet die Chance und es ist wieder Max Münch, der ein Tor erzielt. Unser Ehrentreffer. Sein zweiter Treffer in der Bundesliga. Einen hat er ja, oder zwei hat er, glaube ich, in der Champions League gemacht. Also der Junge ist weiter auf Erfolgstour. Aber das war jetzt auch ein nachlässiger Fehler vom Schalker Torwart. Ändert aber nichts daran, dass wir heute eine richtige Packung kassieren. Jetzt nochmal Patrick Weihrauch und Münch. Nein, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel Glück gewesen. So, wir verlieren. Ja, wir sehen uns gleich beim Nachbericht. Ja, Freunde. Bester Mann wieder Max Münch. Das ist vielleicht so das einzig Positive. 4 Ansprachenpunkte habe ich verloren.
und viel, viel, viel mehr habe ich verloren. Ich habe im Moment die Mannschaft verloren, habe ich das Gefühl. Und guckt euch die Noten an. Boah. Das einzig Gute ist, dass wir auf der Tabellenposition 2 bleiben. Gegentore. Das ist, wenn man es jetzt mal, das ist der schlechteste Wert, ne? Wir haben die schlechteste Abwehr. Das sollte man gar nicht glauben. Ja, Ergebnisse 6-1 habt ihr gesehen. Die Tore wollte ich euch hier sparen. Gladbach gewinnt 2-0. So, jetzt muss ich aber hier mal wieder gucken. Ne, nach Position müssen wir es wieder machen. So. Gewinnt 2-0 und Gladbach weiterhin auf Erfolgskurs. Leverkusen jetzt so ein bisschen geschockt. 0-1 Hannover gegen Bremen. Die Bremer halten sich wacker im Mittelfeld. HSV verliert gegen Bayern München. Eintracht Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Nürnberg. Stuttgart gewinnt 2-1 gegen Wolfsburg. Freiburger wieder gewonnen, 2-0 gegen Hertha. Braunschweig, der Aufsteiger, das ist für mich jetzt wirklich so die Überraschungsmannschaft schlechthin. Gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den anderen Aufsteiger. Und Dortmund gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim. Ja, Freunde, mir bleibt nicht viel zu sagen. Macht euch mal Stimmen hier im Bild. Hier braucht man keinen Spieler von uns zu erwarten, das ist klar. Teamleistung war grottenschlecht. Und hier immer noch Weihrauch vorne, aber mit ihm steht und fällt alles. Ja, nächstes Spiel ist DFB-Pokal gegen Hamburger SV. Aber ich habe im Moment ganz andere Probleme. Was ist, die Mannschaft bricht mir im Moment weg. Ja, Rima zur Freude von Basel. Viel Glück für ihn. 70 Spiele, 14 Tore. Bin gespannt, ob der Verein jetzt in irgendeiner Form reagiert, ob ich da irgendwas Negatives zu erwarten habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Michi Batusai vor Cesar und vor Danny Welbeck. Das sind immer neue Gesichter. Und wir sehen hier ein gutes Angebot von Montpellier, da will ich ihm nicht im Wege stehen, das unterzeichne ich. Hier sage ich fordern, da fordere ich nochmal. Ich habe jetzt, ich muss mich hier wieder auf meine Aufgaben konzentrieren. Ja, den können wir ja sagen, ja. 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 Ronneburg fällt für 2 Wochen aus, unzufrieden mit ihrer Arbeit. Präsident Jakob Persson kommt. Ja. Ja. Ja, Freunde. Es läuft nicht gut. Ich gehe mal joggen und gucke mal bei Karriere, ob da jetzt doch ein anderer Verein auf uns zukommt. Nochmal werde ich jetzt einen Verein nicht ansprechen. Das ist mir jetzt zu heikel. Ich will mal gucken, wenn ich auf Vertrag auflösen gehe, was dann kommt. Ah, da halten sie noch zu mir, das ist schon mal gut. Okay, wir gehen nochmal ein Schrittchen weiter. Boah, das muss ich erstmal verdauen. Das habe ich hier in dem Let's Play, so lange wie ich spiele, noch nicht gehabt. So, 7 Millionen für Montpellier. Ein Abstieg steht bereit, also bestes Team. Ja, da haben wir noch gute Werte, aber im Moment. So, Kohn. Mache ich jetzt folgendes: Vertrag wird aufgelöst. Er kann gehen. Ich setze ihn jetzt frei. Jetzt gucken wir mal rein, wie viel Geld wir haben. Jetzt müssen wir ja jetzt mal ein bisschen an der Zukunft arbeiten. 23 Millionen. Okay.
Also ich baue jetzt komplett um. Ich baue jetzt komplett um. Jetzt bin ich mal gespannt, ob... Oh, Reserve hat gewonnen. So, wir kriegen ein Angebot wieder von Basel. Den lasse ich jetzt auch gehen, den Max Kruse. Also ich leite jetzt einen kompletten Umbruch ein in der Mannschaft. Es gibt noch ein paar Schlüsselspieler, die lasse ich drinne. So, Berger kriegt jetzt hier ein Angebot. Verhandeln, sage ich da. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hallo, verschenken tue ich hier keinen. Ihr habt sie nicht mehr alle. Hier, da müsst ihr in die Tasche greifen, Forderung stellen. Das ist mir zu wenig. So, Benjamin Riener, der geht ja, Feder. Kruse wechselt Basel, okay. Die sind vergeschaut. Also wir haben jetzt 27,4 Millionen. So, jetzt müssen wir rangehen an die Baustellen. Wir brauchen einen offensiven Mittelfeldspieler. Wir brauchen auf der linken Mittelfeldseite nicht unbedingt, weil da haben wir ja Fierro. Der kann dann mehr zum Einsatz kommen. Ich würde es gerne mal mit Aftijai versuchen, ob wir da... Hoffentlich kostet er nicht zu viel. Ah, 20 Millionen wert, den kriegen wir nicht, Leute. Welche, die sind mir alle zu teuer. Ich nehme die alle mal raus jetzt hier. Ich nehme, also Aftijai ist mir zu teuer. So, Schillermov. Was ist damit los? Den muss ich mal anbieten. Jung wird, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Okay, was wir jetzt mal machen müssen, wir müssen einen offensiven Mittelfeldspieler suchen. Das nehme ich jetzt noch hier in die Folge mit rein. Bis gleich. So, da habe ich jetzt mal in die Suchanfrage eingegeben. Natürlich Aftijai mit 20,5 Millionen natürlich Spitzenwert. Der ist mir aber zu teuer, den kann ich mir nicht holen. Den hätte ich zwar gerne, aber das ist, da würde ich ja alles Geld verlieren. Magomed zu 28 Jahre. Fred. Kyle Ebil ist auch nicht so. Denis Suarez, 26 Jahre. Pff, ein Gehalt von 1,5 Millionen, das passt zu uns. Ein Marktwert 6 Millionen. Er muss ja jetzt noch nicht, also es geht ja jetzt darum, dass ich erstmal jemanden kaufe, den ich dann habe, den ich dann noch einsetzen kann. Ja, der ist sehr langsam, ne? Jopek. Moritz Leitner, das könnte jemand sein, aber der ist schon 28. Mali auch schon 28. Coke 28. Gnasmüller, Christoph Gnasmüller. Probiere ich Aftijai mal. Dann hätten wir schon alles Geld verzockt. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen, Freunde. Also hier haben wir einen jungen Mann, 24 Jahre, Wert von 10,5. Aber der bringt's, der rockt noch nicht. Er ist mir zu alt. Ich gehe mal in die Liga gucken. Ich gehe mal bei uns in die Liga gucken, was es sonst noch bei den anderen Mannschaften gibt.
Gucken wir mal, ob in der zweiten Mannschaft da jemand Interessantes ist. Wird nicht einfach. So, gucken wir nochmal die erste Mannschaft. Also ich Team, erste Mannschaft. Bayern, na da, Schalke. Freiburg, haben die jemand Interessantes? Leverkusen, die werden an uns keinen abgeben wollen. Gladbach. Dortmund. Dennis Lüttgenau. Der wechselt schon. Frankfurt. Sony Kittel. Ja, das könnte einer sein. Die geben den nicht ab. Ja, haben wir schon gedacht. Zu wertvoll. Stendera. Das könnte einer sein. Ja, den nehmen wir jetzt. Den bauen wir uns auf. Da können wir ruhig 500.000 machen, dann kriegen wir den auch. Mit Sicherheit. So, 550, komm. Den holen wir uns. Das könnte einer sein. Mit 25 Jahren ist er noch jung genug. Ja. Ismail ist schon zu alt hier. Okay. Braunschweig, was haben die denn im Angebot? Nee. Bremen. Tobias Kainz. Ja. Nee. Gucken wir nochmal bei Hannover. Althaus, Eugen Althaus. Die Wolfsburger, vielleicht haben die noch was Interessantes. Den alternden Diego, nee. Maximilian Arnold, der ist hier 26. Das ist ja auch noch ein guter Mann, aber... Ja, aber den können wir mal versuchen. Den kriegen wir wahrscheinlich für wenig Geld. Genauso sieht es aus. Machen wir jetzt mal den Umbruch mit Spielern, die bei anderen Vereinen nicht unbedingt hier erste Wahl sind, die sich vielleicht aber bei uns ins Team reinarbeiten. Warum nicht? Warum nicht? Jorginho Wijnaldum. Linkes Mittelfeld. Gehen wir nochmal Stuttgart. Ja, die haben natürlich mit Maxim hier einen absoluten Knaller. HSV nochmal gucken. Nico Blökmann. Böckmann, Entschuldigung. Berlin. Und das letzte wäre dann Hoffenheim, wo wir nochmal gucken könnten. Okay, also ich sage jetzt mal, Mittelfeldspieler habe ich jetzt
für mich ein paar auswendig gemacht, weil wie gesagt, Boateng bleibt ja noch bis zum Ende der Saison. Da mache ich jetzt lieber nochmal die Suche auf im Sturm. Nur beste Position, sage ich mal. Noble, junger Mann, Benzia. Ja, das wäre jetzt mal so ein Rocker, ne? Sowas müssen wir uns vielleicht jetzt doch mal anschaffen. Marvin Dux wäre ein deutscher Wechsel. Robert Putz. Milik. Ich gehe mal gerade alles so durch. Ja, hier wird es schon schlechter. Schwede. Katschunga, Elias Katschunga. Marcel, den hatten wir ja schon mal bei uns. Cutledge mit 28. Ja, aber das ist jetzt nicht der Burner, ne? Also, ich sage jetzt mal, wenn wir nach dem Burner suchen, müssen wir uns schon da oben nach orientieren. Und da fängt das mit Noble ja an. Oder wir holen einen aus der Versenkung. Aber da sehe ich jetzt keinen. Also, Dux wäre schon eine gute Variante. Nicht einfach. Das wird jetzt eine lange Folge, das kann ich euch sagen. Da müsst ihr Schweinebacken jetzt mit durch. Wickham. Der ist interessant. Den hole ich mir. Der ist nicht so teuer. Aber der hat Potenzial, der Mann. Den kann ich mir aufbauen. Ist jetzt nicht der Kracher. Aber wir haben ja zwei gute Stürmer und da hätten wir noch einen mit Perspektive. So, jetzt braucht man noch einen linken Mittelfeldmann. Ja, da bin ich mal so bei 15 Millionen einsteigen hier. Rojo, nein. Gefällt mir nicht. Saul Niguez. Maximus Thien. Thomas Eisfeld. Von Gladbach. Florian Kainz. Was war das eben? Erik Scharf, 21 Jahre. Ist jetzt halt die Frage, ob wir mal auf jüngere Leute setzen. Schwierig, ne? Das könnte einer sein. Aber damit holen wir die Bayern nicht hinterm Ofen vor. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss hier echt nochmal umdenken. Also fangen wir nochmal bei den teuersten an. Bridges. Fernando. So, bei ihm hier könnte ich mir schon vorstellen, mit 26 Jahren
Ja, komm, Saul Niguez, den holen wir uns jetzt. 10,5 Millionen, okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal nach einem offensiven Mittelfeldspieler. Muss jetzt nicht unbedingt ein Spielmacher sein. Ich will nur mal gucken, was so insgesamt angeboten wird. Okay. Gucken wir uns mal die Sache an. Auf den Joy, klar. Doch nochmal auf ihn hier zurück. Dennis Suarez. Wir probieren es mal. Und ich gucke auch nochmal, ob wir doch noch einen guten Innenverteidiger noch zusätzlich kriegen. Oder nee, rechter Verteidiger war jetzt nochmal. Nee, nochmal Innenverteidiger, komm. Nur mal gucken, was da so angeboten wird. Jungwirth, Kehrmann, Hebler, Alvarez, das wäre nochmal ein Mann hier. So, dann haben wir jetzt alles probiert. Jetzt geht es in die Verhandlung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. So, Kruse verlässt uns und mit ihm gehen wir in die Verhandlung mit Arnold. Denk mal, 4 Jahre wollen wir ihn schon mal festlegen. Wobei wir machen 3 Jahre und versuchen hier eine Option reinzukriegen. Und eine jährliche Erhöhung von 5%. Du bist ein Ergänzungsspieler. Ich sag mal, du wirst langsam ans Team rangeführt. Und ob ich aus ihm Nationalspieler mache, weiß ich nicht. Ich gebe ihm mal 1,4. Mal gucken, wie er reagiert. Ihn holen wir auch, klar. Da machen wir es auch so. Option für uns. Jährliche Erhöhung von 5%. Und den machen wir auch hier mal auf 1,5. Das ist zu hoch gewertet, okay. Ist ein Ergänzungsspieler. Ist einige Male spielen, sage ich ihm. Mal gucken. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht hier. War jetzt eine lange Folge für euch, aber ihr seht es ja, es ist ein Umbruch hier. Es passiert was in Dings und ich werde mit meiner Vertragsverlängerung noch warten. Ich werde jetzt aber auch nichts mehr unternehmen, um mit anderen Vereinen zu sprechen. Das ist mir jetzt, da habe ich raus lernen müssen, das war ein Fehler. So, hier müssen wir nochmal eine Schaufel drauflegen. Machen wir mal 13 Millionen. Und dann geht er in die Verhandlungen rein. Ja, der wird natürlich schon links verlangen, klar. Da würde ich mir aber gerne auch eine Option, na, eine jährliche Erhöhung von 1%. Mehr gebe ich ihm da nicht. So, machen wir auch mal 13, machen wir 13,5. So, da gehen wir auch in die Verhandlungen rein. Und bei ihm hier. 7,25.
kommen wir auch in die Verhandlungen. Und ihn hier, den will ich natürlich haben. Ja. Connor Wickham, für mich ein ganz interessanter Mann, werde ich euch später ein bisschen mehr zu erzählen. Kriegt von mir 1,5 angeboten und du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Ja, Freunde, lange Folge, schweres Momentum im Moment. Also wir haben hier eine kleine Krise und ich hoffe, ich komme da raus. Ich denke, ja. Ich hoffe, dass dann auch die neuen Spieler hier angenommen werden, was den internationalen Wettbewerb betrifft. So, dem müssen wir jetzt was bieten, das sehen wir gerade hier, ne? So ganz so billig geht es nicht. Aber wir wollen den Bayern ja Paroli bieten und wir sind jetzt kurz vorm Pokalspiel. Es ist hier echt viel passiert und jetzt sehen wir es. Das können wir uns jetzt hier noch angucken, alles. Stendera angenommen. Wickham. So, das ist alles hier. So, Stendera akzeptiert. Neue Ideen für Fanartikel. So, da ist jetzt aber noch nichts von Wechsel. Hier auch noch nicht. So, und hier haben wir den ersten Wechsel parat. Also, neuer Spieler. Maximilian Arnold. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Stendera wechselt auch. Connor Wickham hier. So, hier haben wir den nächsten Wechsel, den wir präsentieren können. Alvarez kommt für 13,5 Millionen. Das ist jetzt ein Kaliber für die Abwehr. Und Suarez wechselt auch. Und Wickham, wo ich euch in der nächsten Folge ein bisschen was zu sagen werde, kommt auch. Also, so viel sei gesagt, es bleibt spannend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.